Ja, hallo YouTube. Hallo Stony, das ist eine VA für dich. Du hast ja gefragt, wo wir schon mal unterwegs gewesen sind und dringend ein Messer gebraucht haben. Ja, beim Bogenschießen. Also wenn wir mit dem Bogen schießen, schießen wir auch öfter mal auf Holzstümpfe, Stumping oder Roofing auch genannt. Und ja, manchmal sind die Holzstümpfe nicht ganz so morsch, wie man so denkt. Und dann ist es nützlich, wenn man ein Messer dabei hat und kann seine Spitze und seinen Pfeil retten und den wieder irgendwie aus dem Baumstumpf rauskriegen. Zum Bogenschießen habe ich mir dieses Messer hier gemacht. Und das hat vorne, wie ihr seht, so eine Tanto-Klinge, die ziemlich abgeflacht ist. Und das ist dafür da, damit kann man so wirklich direkt wie mit einem Stechbeitel ins Holz reingehen und kann das Holz damit wegbrechen. Und dann kriegt man den Pfeil ganz leicht wieder raus. Das ist die Geschichte, was man mit dem Messer machen kann. Hoffe, sie gefällt dir. Der Griff ist von diesem Messer, so kann man es besser sehen, ist Apfelbaum, zweifarbig. Der Kern ist dunkler. Und mit Alupins. Dafür kann man immer guten Messer gebrauchen. Ja, das wollte ich heute mal als dich für dein Giveaway zu meiner VA machen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.